Hallo zusammen, ich bin Tanja Schewski und ich möchte dich mit meiner Zitronensaftkur einfach begeistern. Ich werde so oft gefragt, warum begeistert mich das so, wieso mache ich das immer wieder und warum folgen mir die Menschen und finden das klasse danach? Ich kann dir einfach sagen, es ist eine Entlastung für Körper, Geist und Seele und ich bin begeistert, weil es bei mir schon so viel verändert hat und ich Menschen begleiten durfte, bei denen es auch viel verändert hat. Und deshalb habe ich mich mit einer sehr guten, befreundeten Pädagogin dazu entschieden, das zusammen anzubieten. Und zwar ist das die Christina Peters. Wir gemeinsam bieten jetzt eine Entgiftungskur für dich an. Entgifte Körper, Geist und Seele, wirf alle Ballast von dir ab, Ballast, die sich über den Winter, über die Zeit jetzt angestaut hat, was du loswerden möchtest. Und auf körperlicher Ebene sind es vielleicht die Winterpfunde, die sich so als Hüftgold hingemogelt haben. Und deshalb nehmen wir die Entgiftungskur. Sie ist einfach ideal, die Zitronenkur. Heute möchte ich dir einfach mal genau erklären, was dich so erwartet im Verlauf von 10 Tagen Entgiftungskur. Zitrone. Natürlich, wenn es eine Zitronensaftkur ist, dann brauchst du Zitronen. Und wir nehmen Bio-Zitronen, denn wir möchten ja schließlich den Körper entgiften. Du kannst die Zitrone nehmen und auspressen, mechanisch, dann hast du gleich so ein bisschen Sport für die Arme. Oder du machst es ganz einfach elektrisch, so wie es dir passt. Ja, und mit diesem Zitronentrunk startest du auch dann in den Tag bei 10 Tagen Entgiftungskur. Wir begleiten dich auf dieser Kur und nehmen dich mit an die Hand, unterstützen dich in all deinen Prozessen, so wie du es gerne möchtest. Aber wie genau ist denn der Ablauf vom Trinken her? Ja, wie gesagt, du nimmst die Zitrone, presst sie aus und erhältst herrlichen Zitronensaft. Die Zitrone hat diese reinigende Wirkung in deinem Körper, denn du hast es vielleicht schon auf dem einen oder anderen Putzmittel mal entdeckt. Zitrone löst den Schmutz, der löst in deinem Körper. Das ist, ich sage mal, das ist wie das Rohrfrei für deinen ganzen Körper. Und die Zitrone, die messen wir ab für einen ersten Trunk. Das sind 2 Esslöffel Zitronensaft. Ich habe das genau abgemessen. Das sind gut 2 cl. Schwupp. Wir wollen ja uns einen leckeren Cocktail machen. Das soll ja schmecken und Spaß haben, machen dabei. So, also wir haben die Zitrone. Die reinigt deinen Körper, die löst den Schleim, die löst ganz viel in deinem Körper. Dann für die Süße im Leben und auch für unseren Cocktail haben wir den leckeren Ahornsirup. Der Ahornsirup liefert dir so richtig die Energie. Er liefert dir für diese 10 Tage Zitronensaftkur all das, was dein Körper an Mineralien, an wertvollen Stoffen braucht. Und auch da nehmen wir, da kommt es jetzt wieder ganz auf dich drauf an, laut den Studien heißt es, 2 Esslöffel Zitrone auf 2 Esslöffel Ahornsirup ist so das ausgeglichene Maß. Aber wir sind jeder etwas anders und unterschiedlich. Mir persönlich sind 2 Esslöffel viel zu süß. Die Chris und manch andere Teilnehmer, die sagen, oh, 2 ist mir viel zu wenig, ich brauche 3. Das kommt auch immer darauf an, mit welcher Absicht du da reingehst. Wenn du sagst, ich möchte so viel wie möglich Hüftgold loswerden, dann reduzierst du ein bisschen von den 2 Esslöffeln. Wenn du sagst, ich möchte meinen ausgemerkelten Winterhaushalt, der vom Winterschlaf etwas mitgenommen ist, von der Kälte, wieder aufbauen, dann brauchst du mehr als 2 Esslöffel. Das ist ganz individuell. Das kannst du für dich einfach ausprobieren, wie es dir besser schmeckt. Ich persönlich, wie gesagt, nehme immer nur einen Esslöffel, aber das ist absolute Geschmackssache.
Und auch da verwenden wir hochwertigen Bio-Ahornsirup, denn wir möchten unserem Körper ja etwas Gutes tun. So, das können wir jetzt schon mal ein bisschen verrühren. Das sieht schon mal ganz gut aus, aber für eine Frühstücksmahlzeit doch noch ein bisschen wenig. Deshalb nehmen wir noch 250 Milliliter Wasser dazu. Ich empfehle einfach, ein warmes Wasser zu nehmen. Das ist ein guter Start für den Körper. Ein warmes Wasser. Zugegebenermaßen, wenn es draußen kalt ist, ist es einfach herrlich, auch über den ganzen Tag hinweg es warm zu trinken. Wenn es draußen 30 Grad hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man nachmittags das Ganze lieber eisgekühlt trinkt. Aber bei den jetzigen Temperaturen, wir sind im April angekommen und wenn ich hier rausschaue zu meinem Fenster, im Garten schneit es soeben. Und ich bin nicht in den Bergen, ich bin bei Stuttgart. Ja, so, das sieht doch schon mal sehr lecker aus und sehr einladend. Doch, wir brauchen noch eine Prise, um deinen Stoffwechsel so richtig anzuheizen. Und dafür haben wir den guten Cayennepfeffer. Cayennepfeffer ist die Schärfe, das ist der Turboantrieb für deinen Stoffwechsel. Da gibt es so Einheiten dazu, der Schärfegrade von 40.000 bis 100.000 Schärfegrade Anteile. Wir fangen mal mit der schwächsten Version mit 40.000 vielleicht an. Das darfst auch du ganz individuell sehen. Am Schluss jedenfalls kommt eine Prise von diesem guten Cayennepfeffer drauf. Und da probierst du dann einfach aus, wie viel dir wirklich gut tut. Erstmal mit wenig beginnen, nachwürzen geht immer. So, und das ist schon der leckere Trunk. Ich werde es gleich mal probieren. Stößchen. Ich liebe diesen Geschmack. Und für die, die es länger warm gehalten haben möchten, ich mache das gerne mit meinem Becher. Ich mache, wenn ich Zitronenpur mache, oft auch gleich zwei Portionen, also die doppelte Menge, einmal in den Becher hinein. Denn von diesem Glas darfst du über den Tag hinweg 6 bis 12 Gläser trinken. Das hört sich vielleicht jetzt so, 12 solche Gläser. Das hört sich vielleicht gruselig an, ist es aber nicht. Denn immer wenn der kleine Hunger oder der große Hunger über dich kommt, dann nimmst du einen solchen wundervollen Trunk, gönnst dir einen Cocktail. Und bist einfach entspannt, dein Körper bekommt was. Du hast durch den Ahornsirup alles Wichtige, was dein Körper braucht in dieser Zeit. Die Zitrone, die arbeitet für dich, für die Entgiftung. Und du wirst sehen, welch unglaubliche Wunder in deinem Körper geschehen können. Für mich ist es jedes Mal ein Wunder, denn ich spüre es an der Haut, ich spüre es an der Beweglichkeit. Wo ich sonst mit den Händen nicht zum Boden auch nur annähernd komme, werde ich auf einmal gelenkiger in der Zeit und auch danach noch. Ich habe einfach einen freien Geist. Ich merke, wie so vieles von mir abfällt, wie manches in die Tiefe geht. Es ist ein Prozess auf allen Ebenen, deshalb nennen wir es auch Körper, Geist und Seele Entgiftung, denn es ist nicht nur einfach eine Fasten-Zitronenkur, sondern es bewirkt sehr, sehr viel mehr. Ich bin begeistert und würde mich freuen, wenn mein Zitronenfeuer zu dir übergesprungen ist, denn ich kann verstehen, wenn du jetzt vielleicht sagst, Zitrone, das ist sauer, mein Magen, das geht gar nicht. Genau diesen Satz hatte ich vor vielen Jahren auch gesagt zu einer mittlerweile sehr gut befreundeten Osteopathin von mir. Und Christiane Schwarzhuber bei Oldenburg hat sie ihre Praxis, hat mich damals zur Zitronenkur gebracht, gebe ich zu. Ich war sehr, sehr skeptisch und habe gesagt, also ganz ehrlich, Zitrone auf nüchternen Magen geht gar nicht. Und länger als einen Tag nichts essen,
Niemals. Da kollabiere ich und ich kann das nicht und ne, 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 ne. Ja, man hat so ganz schnell viele Ausreden oder auch Überzeugungen. Bei mir waren das nicht mal nur Ausreden, sondern auch Überzeugungen, dass ich das niemals nicht kann. Und dann hat es an einem Tag Klick gemacht, von heute auf morgen, sagte ich, so, now or never. Jetzt probiere ich das. Und ich bin so überrascht gewesen, wie einfach es war und wie unglaublich bereichernd das für mein Leben auf allen Ebenen war, dass ich seither die Zitronenkur nicht mehr missen möchte. Und ich bis heute, egal ob ich Kur mache oder nicht, den Tag mit einer heißen Zitrone beginne. Immer, jeden Tag. Das ist mein Start in den Morgen. Wasserkocher, Heißwasser machen und den ersten Trink, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja, vielleicht bist du auch inspiriert und willst uns folgen. Wir werden noch einige nähere Informationen dazu weiterleiten. Aber nun weißt du schon mal, wie es abläuft. Am Tagesablauf 6 bis 12 Mal Cocktail. Cheerio, Miss Sophie. Bis demnächst. Herzensgrüße, eure Tanja.